Meine Fachfrage, wie sind denn nach Ihrer Einschätzung die Unternehmen ein Jahr jetzt nach Wirksamwerdung auch von GDPR, DSGVO auf das neue Recht eingestellt? Oder wo liegen vielleicht auch die Pain Points? Also ich glaube, man kann feststellen, dass die große Panik erstmal vorbei ist. Es mussten im Grunde alle Unternehmen feststellen, oder es konnten alle Unternehmen feststellen, dass das Abendland am 25. Mai des letzten Jahres nicht untergegangen ist und dass alles nicht so dramatisch geworden ist, wie uns einige, auch Anwaltskollegen, auch Berater, uns alle Glauben schenken wollten. Gleichwohl ist die Situation, ich würde sie vielleicht als gespannte Ruhe bezeichnen. Mhm. Ne? Denn alle wissen, okay, da kommt was. Die Aufsichtsbehörden haben sich positioniert, haben gesagt, okay, auf das Jahr der Beratung folgt das Jahr der Kontrollen. Ja. Ne? Es gibt also Landesfürsten, Landesdatenschutzbeauftragte, die sich mit Sätzen zitieren lassen, wie wir suchen uns jetzt zwei, drei Unternehmen und werfen die mit Schmackes an die Wand. Und insofern sind die Unternehmen, ich glaube, schon ganz gut beraten weiterhin an diesem Thema GDPR. Ich meine, was könnte spannender sein als Datenschutz, insbesondere bei diesem Wetter, dran zu bleiben. Okay, wir würden gerne jetzt auch etwas von Ihnen wissen. Und zwar kommen Sie mal ruhig an meine Seite. So freut sich der Fotograf. Und zwar vielleicht geben Sie uns einfach mal ein Handzeichen. Wurde Ihnen schon mal wegen vermeintlich nicht hinreichender Bonität der Abschluss eines Kaufvertrags auf Rechnung verwehrt? Haben Sie sowas schon mal erlebt bei Ihnen in der Firma? Alles sehr solvente Teilnehmer. Alles super solvente. Ja, aber es ist ja vermeintlich. Also ich glaube, der Kasus Knaxus liegt ja darin, was passiert da oder was kann schief gehen, obwohl man selber gar nichts dafür kann. Darauf wollen Sie hinaus, ne? Genau. Wir werden jetzt sehen, also das ist auch der Grund, die Kollegen von Computop, ich glaube, wenn die Präsentation sich dann auch öffnet, hatten mich gebeten, heute mal drei Sätze zu der Position der Aufsichtsbehörden eben zu dieser Frage, wie kann das eigentlich überprüft werden, auf welcher Rechtsgrundlage kann die Datenverarbeitung, die im Hintergrund einer solchen Zahlartensteuerung abläuft, eigentlich legitimiert sein. Es kursieren viele Gerüchte zu diesem Thema, insofern war ich gern bereit, das Thema hier mal aufzugreifen, weil es mich teilweise ärgert, dass man hier so in Teilen widerspruchslos den Aufsichtsbehörden folgt und wir versuchen mal, der Position der Aufsichtsbehörden heute mal was entgegenzusetzen. Genau, Herr Schulz. Wir legen ein Veto ein. Stage is all yours. Wunderbar, vielen Dank. Also herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Sebastian. Ich meine, es gibt eine Mappe, in der die Referenten vorgestellt werden, dann muss ich das jetzt nicht weiter tun. Ich bin jetzt, das war auch schon im Rahmen der Anmoderation gesagt, 7 Jahre mittlerweile beim Verband. Das wird dann Ende dieses Jahres auch endlich mal ein Ende finden. Aber nein, also bitte diesen Unterton jetzt nicht falsch verstehen. 7 tolle Jahre, aber es ist Zeit, sich nach einer solchen Zeit auch mal umzuorientieren. Ich mache jetzt 10 Jahre lang praktisch nur Datenschutz. Mit Ausflügen in verwandte Rechtsgebiete, IT-Recht, Wettbewerbsrecht. Aber das Datenschutzthema ist damals wie die Jungfrau zum Kinde zu mir gekommen und ich bin es nicht mehr losgeworden. Was schauen wir uns heute an? Ich hatte es gesagt, aktive Zahlartensteuerung, vielleicht gleich im Vorfeld nochmal eine, sagen wir, Konkretisierung des Begriffes aktive Zahlartensteuerung. Das, worüber ich heute mit Ihnen kurz sprechen möchte, 15, 20 Minuten, versteht sich eher als, ist eher unter der Überschrift der risikobasierten Zahlartensteuerung zu verstehen. Warum aktive Zahlartensteuerung wird ja, in der Rechtswissenschaft, aber auch in der Betriebswirtschaft zuweilen synonym für verschiedene Phänomene genutzt. Ja, verschiedene Phänomene, das, was wir uns anschauen, ist aktive Zahlartensteuerung as in risikobasierte Zahlartensteuerung. Dass das eine Rolle spielt, wissen Sie alle im Zweifel besser als ich. Wenn man sich die Grundgesamtheit anschaut, nicht wirklich repräsentative Umfrage des EHI. Letztes Jahr, meine ich, hat das Ergebnis gezeigt, 53% setzen das ein. 12% denken darüber nach, der Rest, ja, denkt wahrscheinlich auch darüber nach, gesteht es nur sich selbst oder dem Befragenden noch nicht ein. Denn ich glaube, dass das Thema Zahlartensteuerung, das ist eine Entwicklung, auch das wissen Sie über die Jahre hinweg, deutlich an Relevanz gewonnen hat und auch noch gewinnen wird. Trotz der Positionierung der Datenschutzaufsichtsbehörden, die uns hier versuchen, Steine in den Weg zu legen. Mal noch eine andere Zahl, fasziniert über die Zahl, die die Vorrednerin hier eben an die Wand geworfen hat. Das
100% der Verbraucher kennen den Kauf auf Rechnung, okay. Aber der Anteil derer, der den Kauf auf Rechnung tatsächlich auch einsetzt, war in der Präsentation, die wir vorher gesehen haben, noch mal deutlich höher als die Zahlen, die wir so erheben. Also bei uns bewegt sich das in der Studie, die wir so machen, bewegt sich der Anteil derer, die den Kauf auf Rechnung primär oder ausschließlich nutzen, so um die 25-30%. Das deckt sich so ungefähr auch mit den Studien, die das IBI beispielsweise in diesem Bereich immer macht. Aber wie wir sehen, ergeben andere Studien noch deutlich höhere Zahlen. 40%, einige unserer Mitgliedsunternehmen, große Mitgliedsunternehmen, haben AB-Tests durchgeführt und haben mal geprüft, okay, wie wirkt sich das denn auf meinen Umsatz aus, wenn ich Kauf auf Rechnung anbiete oder wenn ich es mal abschalte? Ja, bis zu 40% Umsatzeinbuße, umgekehrt bis zu einer Umsatzverdoppelung, wenn ich dann wieder den Kauf auf Rechnung anbiete. Alles Dinge, die Ihnen bekannt sind im Grundsatz. Ich fand nur diese Zahlen zumal zum Einstieg nicht uninteressant. Was wollen wir uns aber anschauen? Das trockene Brot des Datenschutzes. Sie alle wissen, ich hatte es ja eben schon gesagt, 25. Mai letzten Jahres, die Zäsur. Haben Sie das eigentlich gemerkt? Gut, vielleicht im Geldbeutel. Die Berater haben sich gefreut. Die Grundverordnung wie Manna vom Himmel für die Beraterindustrie, für Sie, hat sich wirklich was geändert? Sie haben sich vielleicht Ihre Prozesse mal angeschaut, Sie haben vielleicht mal ein bisschen ausgemistet, aber so wirklich viel hat sich nicht geändert. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Wir schauen uns das Thema heute ganz konkret gemünzt auf das Thema risikobasierte aktive Zahlartensteuerung an. Und müssen eine Vorüberlegung anstellen, nämlich die, das wissen viele von Ihnen, das Datenschutzrecht folgt dem eisernen Prinzip des Verbotsprinzips. Ja, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Was will uns das Verbotsprinzip sagen? Es ist erstmal alles verboten im Umgang mit personenbezogenen Daten. Es sei denn, Sie können eine gewillkürte oder aber eine gesetzliche Erlaubnis fruchtbar machen. Ja, gewillkürt, die Einwilligung der betroffenen Person, das sind auch wir. Oder aber ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand, deren gibt es in der Grundverordnung abschließend nicht allzu viele. Wir werden uns gleich anschauen, welche hier von Relevanz sind. Also das ist unser Ausgangspunkt. Wir müssen, und das ist, glaube ich, ohne dass ich es konkret noch einmal benenne, unsere Ausgangssituation, wir müssen im Umgang mit personenbezogenen Daten, die wir nutzen zur risikobasierten Zahlartensteuerung, eine Rechtsgrundlage fruchtbar machen können. Ansonsten ist es rechtswidrig und kostet uns 4% des Jahresumsatzes oder 20 Millionen. Sie alle kennen diese Zahlen aus dem Bußgeldkatalog der Grundverordnung. Was sind die relevanten für uns, jedenfalls in diesem Bereich, Zahlartensteuerung relevanten Erlaubnistatbestände? Artikel 6 als die zentrale Einstiegsnorm, auch einigen von Ihnen bekannt, die abschließend alle nach der Grundverordnung denkbaren, alle nach dem Datenschutzrecht denkbaren Erlaubnistatbestände zur Durchbrechung dieses Verbotsprinzips abschließend auflistet. Die Einwilligung, das hatte ich schon gesagt, da ist die sogenannte Vertragsdatenverarbeitung, das Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B. Dann haben wir die sogenannte allgemeine Interessenabwägungsklausel. Ja, wissen wir alle nicht so genau, was sich dahinter verbirgt, was wir da machen müssen, abwägen, ja, was eigentlich miteinander, die eigenen Interessen, möglicherweise auch die Interessen Dritter, mit kollidierenden, ne, Ausschlussinteressen der betroffenen Person. Ja, und irgendwie werfe ich das dann in die jeweilige Waagschale und komme dann so Pi mal Daumen zu einem Ergebnis. Ist nicht überzeichnet, ist die Praxis. Ne? Pi mal Daumen 6.1f. Vielleicht auch einer der Gründe, warum wir uns, nicht nur wir alle hier als datenverarbeitende Branche, aber eben auch die Aufsichtsbehörden schwer tun mit diesem neuen, sehr abstrahierten Recht. Schauen wir uns die einzelnen Erlaubnistatbestände an. Taugen die was? Taugen die zur Durchführung, zur Legitimation dieser aktiven Zahlartensteuerung? Wir schauen uns erstmal die Vertragsdatenverarbeitung an. Hier nochmal der Gesetzeswortlaut. Ja, der sagt uns, dass eine Datenverarbeitung zulässig ist zur Erfüllung eines Vertrages oder vorgeschaltet zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, und wenn das erforderlich ist. Was würden Sie sagen? Traut sich jemand? Taugt das? Zahlartensteuerung? Taugt das? Nee, taugt irgendwie nicht so richtig. Naja, wir erfüllen ja keinen Vertrag, wir sind ja noch gar keinen Vertrag eingegangen, und vorvertragliche Maßnahmen erforderlich für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen ist Zahlartensteuerung auch nicht. Ich brauche keine Zahlartensteuerung.
Die brauche ich auch nicht aus gesetzlichen Vorschriften. Also es gibt dann immer so diesen Spin, dass man versucht, auf gesetzliche Vorschriften zu verweisen, dass man sagt, naja, ich bin ja nach Ordnungswidrigkeitengesetz, nach Aktiengesetz, GmbH-Gesetz dazu verdammt, dazu verpflichtet, meine Company ordnungsgemäß zu führen. Und insofern ist das auch irgendwie erforderlich. Passt hier aber nicht. Passt hier nicht rein. Allgemeine Rechtsauffassung 6.1b können wir vergessen, jedenfalls im Zusammenhang mit der Zahlartensteuerung. Schauen wir uns die Einwilligung an. Witzigerweise, ich habe eben gesehen, dass parallel, und das bedauere ich sehr, parallel zu dem, was ich Ihnen hier vortrage, ich meine parallel, im anderen Raum ein anderer Vortrag zur Relevanz der Einwilligung im Datenschutzrecht stattfindet. Hätte ich ja sehr gern gesehen. Ist der parallel? Also wie auch immer. Relevant der Einwilligung im Datenschutzrecht. Ich lasse mich immer noch, auch nach 10 Jahren, immer noch vom Gegenteil dessen überzeugen, was ich eben jene 10 Jahre sage und auch immer wieder in Mandatsverhältnissen oder aber in der Beratung von Mitgliedsunternehmen so von mir gebe. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Einwilligung so praktisch gar keine Relevanz hat nach der Grundverordnung. Gar keine Relevanz hat. Relevanz haben sollte für uns. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir kommen wieder zu unserem Thema zurück. Einwilligung. Ne? Können wir die Zahlartensteuerung auf eine Einwilligung stützen? Was sagen Sie? Ja, vorsichtiges Nicken. Wir gehen mal in die Details. Schauen uns mal an, was sind die nach der Grundverordnung uns vorgegebenen Wirksamkeitsvoraussetzungen für eine datenschutzrechtliche Einwilligung. Ja, da steht zum einen, die Einwilligung, anders als noch nach altem Recht, muss ausdrücklich sein. Sprich Opt-in oder ein anderes aktives Tun. So ein wenn du weitermachst, dann bist du einverstanden, ist schon schwierig. Diese Debatte kennen wir aus der Cookie-Diskussion. Ne? Wenn du weiter surfst, bist du einverstanden, bin ich nicht. Ist falsch. Ja? Machen 95%, ja, aber das ist dann eher Schwarmdummheit als Schwarmintelligenz. Ist halt falsch. Ausdrücklich, okay, kriegen wir das bei der Zahlartensteuerung hin? Kein Problem, wir können eine Opt-in-Box können wir in jedem Fall vorsehen. Informiert, ne? Maximale Transparenz. Transparenz als die heilige Kuh des Datenschutzrechts, erst recht nach der Grundverordnung. Viele der bereits heute schon bekannt gewordenen Bußgeldverfahren fußen auf dem Vorwurf der mangelhaften Transparenz. Ja, insbesondere im Zusammenhang mit Einwilligungserklärung. Prominentestes Beispiel Google. Ja, die KNIL, die französische Aufsichtsbehörde, gegen Google 50 Millionen Bußgeld. Was ist der Vorwurf? Ihr handelt nicht transparent. Das ist der Hauptvorwurf. Gut, kriegen wir das hin? Ja, zumindest mit einem guten Berater an der Hand kriegen Sie es hin. Okay, vorab, zu Beginn des Checkout-Prozesses. Eine Einwilligung kann niemals eine Datenverarbeitung rückwirkend legitimieren. Ja, Einwilligungen sind immer vor der Durchführung der Datenverarbeitung einzuholen. Da steigen wir jetzt eigentlich schon aus. Ja, wenn wir uns so den typischen Checkout-Prozess angucken, wie sieht der aus? Ja, wir legen alles in den Warenkorb, geben unsere Daten da ein, dann nächster Schritt, Bezahlverfahren und am Ende, kurz unterhalb des Kaufen-Buttons, steht dann, hiermit akzeptiere ich die Datenschutzerklärung. Auch das ist völliger Blödsinn. Kein Gesetz dieser Welt verlangt von Ihnen, dass Sie von Kunden ein Opt-in in die Kenntnisnahme der Datenschutzbestimmung einholen. Kein Gesetz der Welt, im Übrigen auch bei AGBs ist das der Fall, kein Gesetz der Welt verlangt von Ihnen, dass AGBs abgehakt werden müssen, wird gemacht. Worauf will ich hinaus? Kennen Sie Checkout-Prozesse, in denen zu Beginn bereits eine Datenschutzerklärung abgehakt wird? Eine von 100. Eine von 100. Und das ist schon viel. Ja, weil der Kollege nickt, ich gebe Ihnen völlig recht, sowas gibt es. Das sind dann oftmals Einzelfälle, die bilateral mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt wurden. Eine von 100, ich würde sagen, das Verhältnis ist eher noch geringer, bewegt sich im Promillebereich. Gut, aber wir unterstellen das mal, dass das geht. Gut, und dann reden wir bei der Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne über die Freiwilligkeit. So, Freiwilligkeit, klar, setzt erstmal voraus, dass Sie nicht irgendwem mit vorgehaltener Waffe die Einwilligung abbringen. Haken dran. Hier interessant ist der 7.4 der Grundverordnung. Einigen von Ihnen bekannt, das sogenannte allgemeine Kopplungsverbot. Ja, was sagt uns das Kopplungsverbot? Sinngemäß so viel, dass
der Abschluss eines Vertrages nicht in die Einwilligung von Datenverarbeitungen nicht davon abhängig gemacht werden darf, die wiederum nicht erforderlich sind für die Erfüllung des Vertrages. Das steht im 7.4. So, und wenn wir uns dann überlegen, okay, was wir auch vorhin schon gesagt hatten, ist es denn wirklich erforderlich, dass wir vor Abschluss eines Vertrages meinetwegen oder zum Abschluss eines Vertrages so eine Zahlartensteuerung durchführen, gilt hier dasselbe, was wir zur vorvertraglichen Maßnahme gesagt haben. Das ist datenschutzrechtlich. Wirtschaftlich interessiert uns nicht, da wird das erforderlich sein, datenschutzrechtlich nicht erforderlich. Na gut, bauen wir uns einen Workaround und machen das über eine Gastbestellung. Sagen also, okay, wenn du nicht einwilligst, dann bieten wir dir immer noch die Möglichkeit an, als Gast zu bestellen, kriegst dann allerdings nur irgendwie nicht so schöne Bezahlverfahren. Nachname, Vorkasse oder so. Ist aber kein Witz, ist ein gängiger Workaround. So gesehen, Sie haben genickt mit einigen Hin und Her und mit einigem Berücksichtigen bestimmter Vorgaben, Stichwort zu Beginn des Checkout, können wir eine Zahlartensteuerung durchaus auf eine Einwilligung stützen. Ich teile Ihre Rechtsauffassung. Das Problem? Nicht die Datenschutzkonferenz. Datenschutzkonferenz, die DSK, das ist der Zusammenschluss aller Landesfürstinnen und Landesfürsten plus Herrn Kelber, also plus BFDI, in diesem Gremium DSK, hat ganz deutlich gemacht, das wollen wir nicht. Warum nicht? Kommt jetzt gleich die Begründung. Wir erachten diese Datenverarbeitung, einwilligungsbasierte Datenverarbeitung, nicht als erforderlich. Nicht als erforderlich. Ja, muss man wissen, die Grundverordnung kennt das Korrektiv der Erforderlichkeit bei einwilligungsbasierter Datenverarbeitung aber gar nicht. Da steht drin, eine Datenverarbeitung kann auf Grundlage der Einwilligung legitimiert sein, Punkt. Und nicht, wenn es erforderlich ist, dass eine Einwilligung erforderlich ist oder irgendwie sowas. Ja, also Rechtsfortbildung durch die Aufsichtsbehörden. Das heißt, Sie müssen schon Risk Appetite mitbringen, um Bonitätsscoring, Zahlartensteuerung einwilligungsbasiert durchzuführen. Na gut, aber wie machen wir es denn jetzt, ohne dass wir jedenfalls erhöhte Risiken eingehen? Wir gucken uns mal die allgemeine Interessenabwägung an. Hier nochmal der Wortlaut. Schwer zu erfassen, sehr abstrakt, ich sagte es bereits. Ne? Das ist also die zentrale Norm, über die Sie jedwede Datenverarbeitung oder sagen wir mal einen ganz, ganz großen Teil der Datenverarbeitung, die wir so tagtäglich erleben. Von der Videoüberwachung über schnöde Adressdatenverarbeitung zu Werbezwecken bis zu wilden Big-Data-Analysen müssen Sie unter diese Norm packen. Ja? Jetzt wissen Sie auch, warum die Grundverordnung für die Beraterindustrie Manna vom Himmel ist. Denn das ist was, das kriegen Sie eigentlich an Ihrem Schreibtisch nicht hin. Und ich füge hinzu, ich auch nicht. Ja, auch ich und auch wir sitzen da und schwitzen uns dann irgendwas aus den Händen. Auch wenn nicht so eine Temperaturen herrschen wie heute draußen. Also was sagt uns der 6.1f? Datenverarbeitung ist zulässig bei erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen, das ist in dem Fall der Shopbetreiber, und soweit Rechte der betroffenen Person nicht überwiegen. Ja, dieses Ausschlussinteresse, das sie dann gegeneinander abwägen. So, berechtigte Interessen kann alles sein, alles. Alles, was von der Rechtsordnung anerkannt ist, was nicht gegen die Rechtsordnung der Europäischen Union verstößt, mitgliedstaatliches Recht verstößt, jedes rechtliche, wirtschaftliche, auch jedes ideelle Interesse. So, gehen wir in die Details. Wirtschaftliches Interesse, kreditorisches Ausfallrisiko. Sind wir, glaube ich, alle sofort d'accord? Ein kreditorisches Ausfallrisiko ist ein wirtschaftliches Risiko und das wird anerkannt im Übrigen auch von den Aufsichtsbehörden. Steht nämlich, das ist ein Zitat aus einem Schreiben. Ich habe es leider nicht, ich hätte auch aus einem Protokoll zitieren können. Ich habe jetzt mal aus einem Schreiben, das an uns gerichtet war, mal zitiert. Da steht nämlich Folgendes drin. DSK. Ne? Unter den Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ist es mehrheitlich Auffassung, dass eine antizipierte Bonitätsabfrage gemeint ist, eine antizipierende Bonitätsabfrage zur Auswahl der angebotenen Zahlarten datenschutzrechtlich unzulässig ist. So. Ist noch zum alten Recht ergangen, gilt aber auch unter dem neuen Recht. Deswegen wird hier noch das BDSG zitiert. Denn Bonitätsabfragen sind nur zulässig, wenn die abfragende Stelle ein sogenanntes kreditorisches Risiko trägt. Folge: Dies ist etwa der Fall, wenn der Händler in Vorleistung geht, wie bei einem Kauf auf Rechnung. Kurz mal wirken lassen. Was bedeutet das?
Bonitätsabfragen sind zulässig nach der Diktion der Aufsichtsbehörden auf Grundlage von 6.1f. Ich brauche keinen Opt-in. Allerdings erst nachdem der Kunde ein Bezahlverfahren ausgewählt hat, das tatsächlich mit einem kreditorischen Risiko behaftet ist. Kauf auf Rechnung, Lastschrift. Mehr ist das nach der Diktion der Aufsichtsbehörden nicht. Kauf auf Rechnung, Lastschrift. Nicht abgesicherter Kauf auf Rechnung. Gut. Ja, das ist die Position der Aufsichtsbehörden. Die finde ich schwach, die Position. Es gibt ein weiteres wirtschaftliches Interesse und das ist das Convenience-Thema. Bin ich fest von überzeugt. Convenience. Was sagen die Aufsichtsbehörden dazu? Was ist gemeint, Convenience? Na, gehen wir nochmal zurück nach Auswahl des Bezahlverfahrens. Was bedeutet das? Das kann also im Ernstfall bedeuten und insofern auch die Formulierung der Frage. Die Formulierung der Frage am Anfang kann im Ernstfall bedeuten, dass Sie im Checkout-Prozess zunächst mal Kauf auf Rechnung anklicken. Dann wird geprüft und dann heißt es April, April, wir merken, du hast keine Kohle, du musst uns das Geld vorab überweisen. Irgendwie doof. Convenience. So, das ist ein wirtschaftliches Thema, das ist ein wirtschaftliches Interesse. Was sagt die Aufsichtsbehörde dazu? Dem Kunden eine geeignete Zahlungsmöglichkeit anzubieten und ihm gegebenenfalls eine Enttäuschung zu ersparen, da werde ich zitiert, stellt dagegen kein berechtigtes Interesse dar. Gut, ich halte das für falsch. Zweifelhaft. Ne? AB-Tests nachweisbar haben ergeben, dass die Rate derer, die abbrechen, wenn dieser April-April-Effekt eintritt, deutlich höher ist. Frustrationsmomente sind die Folge. Ne? Heißt also, mit etwas Risk Appetite können Sie Bonitätsabfragen auch so, wie es im Übrigen, ich würde mal behaupten, naja, zwei Drittel mindestens der Shopbetreiber machen, ohne dass Sie vielleicht die Thematik so detailliert kennen. Können Sie das auch weiterhin tun? Heißt also auch am Ende, auch schon zu Beginn, auch schon während die Daten eingegeben werden, im Hintergrund abgleichen, kenne ich den Schulz, kann ich dem jetzt den 70 Zoll 4K Flatscreen auf Rechnung schicken, ja oder nein? So, also Risk Appetite, okay. So, überwiegende Ausschlussinteressen, was sagt die Aufsichtsbehörde noch? Übrigens nur bezogen auf den Fall, dass wir schon während des Checkout-Prozesses dieses Bonitätsscoring durchführen. Da sagt die Aufsichtsbehörde nämlich Folgendes: Neben der fehlenden Erforderlichkeit bezogen auf diese Bonitätsabfrage aus Convenience-Gründen, neben der fehlenden Erforderlichkeit besteht Grund zu der Annahme, dass die betroffenen Schutzwürger Interessen an dem Ausschluss der Übermittlung haben, Übermittlung an die Auskunftei oder an den PSP, mit dem sie diese Daten austauschen. Nach unserem Kenntnisstand beziehen einige Auskunfteien die Anzahl der getätigten Abfragen in ihren Scorewert-Berechnungen ein. Das kann sich im Zweifel negativ auswirken. Das ist ja nicht falsch, wie wir wissen, einige machen das. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum, aber das ist eine andere Thematik. Inkonsistent, denn diese Abfragen, dieses Einbeziehen erfolgt auch, wenn man dem Modell folgt, das die Aufsichtsbehörde ja selbst proklamiert, heißt, wenn man erst ein Scoring durchführt, nachdem ein Bezahlverfahren mit kreditorischem Ausfallrisiko ausgewählt wurde. Also inkonsistent. Das ist nicht nur bei Convenience-Themen der Fall. Und im Übrigen gibt es, und auch das wissen wahrscheinlich alle von Ihnen, mittlerweile eine ganze Menge Auskunfteien, die sogenannte scorewertneutrale Anfragemerkmale anbieten. Ja, Schufa macht das, Avato macht das, viele andere mehr. Das heißt, dieser Umstand, dass da irgendwas einfließt in die Scorewert-Berechnung, das kann ich steuern als Händler. Ja, kann also mit der Auskunftei vereinbaren, dass ich anfrage, fließt nicht in den Scorewert des Verbrauchers ein, Haken dran. So, und im Übrigen darf ich es auch selbst nicht in meinem Profil hinzuspeichern, jedenfalls nicht negativ. Dann habe ich aber keine widerstreitenden Interessen. Wenn ich das einhalte, habe ich keine widerstreitenden Interessen, erst recht keine, die meine Interessen, meine wirtschaftlichen Interessen als Verbraucher, als Webshop-Betreiber überwiegen. Ja, 6.1f, es sei denn, die Interessen überwiegen. So, also. Da machen wir jetzt einen Haken dran, aus Zeitgründen nehme ich an. Vielleicht ein Satz dazu. Es wabert durch die Gegend, dass der Artikel 22 der Grundverordnung Anwendung findet auf die Zahlartensteuerung. Das ist großer Unfug. Seien Sie vorbereitet auf diese Argumentation und seien Sie vor allem auch vorbereitet, was die Gegenargumente anbelangt. Da steht nämlich sinngemäß drin, automatisierte Entscheidungen dürfen dann nicht erfolgen, wenn sie eine rechtliche Wirkung oder eine ähnlich erhebliche Beeinträchtigung auf den Verbraucher
zur Folge haben. Und da wird argumentiert, also das Verwehren des Kaufs auf Rechnung ist, und da ist man sich nicht ganz einig bei denen, die das vertreten, ist entweder eine rechtliche Wirkung oder eine in ähnlicher Weise erhebliche Beeinträchtigung. Unterstellt ja, dass der Verbraucher einen Anspruch auf ein ganz bestimmtes Bezahlverfahren hat. Das ist einfach falsch. Es missachtet Grundprinzipien der Privatautonomie. Ja? Übrigens können wir jetzt dann doch mal argumentieren mit 130 Ordnungswidrigkeiten Gesetz. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Laden läuft und müssen Schaden von ihm abwenden. Also kurzum, lassen Sie sich das nicht erzählen. Artikel 22 ist nicht anwendbar, denn wäre der anwendbar, hätten Sie und Ihre, vor allem auch Ihre Unternehmen, für die Sie tätig sind als PSPs, hätten deutlich höhere Compliance-Pflichten. So, Haken dran. Zusammenfassung. Einwilligungsbasiertes Bonitätsscoring wird von den Aufsichtsbehörden abgelehnt. Nach Einschätzung der Behörden, Bonitätsabfragen erst nach Auswahl eines Bezahlverfahrens mit kreditorischem Risiko, dann auf Grundlage der allgemeinen Interessenabwägung. Andere berechtigte Interessen, ne? Convenience-Thema, wird zu Unrecht, wie ich finde, und ich bin mit dieser Argumentation nicht allein, werden nicht akzeptiert. Entgegen der Auffassung der Behörden stehen zumindest bei Nutzung von scorewertneutralen Anfragemerkmalen keine widerstreitenden Interessen der Verbraucher einem solchen Bonitätsscoring auf Grundlage von 6.1f entgegen. Na gut, und der 22 ist nicht anwendbar. Ja, seien Sie darauf vorbereitet. Das war's. Das war der Zahlarten-Pitch. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, gern. Herzlichen Dank, Herr Schulz. Man sieht Ihre Leidenschaft beim Thema. Du bist wirklich Power dahinter. Ja, ich sagte ja eingangs, es treibt mich etwas um, dass viele Unternehmen dieser Diktion der Aufsichtsbehörden entweder bewusst oder auch unbewusst einfach so folgen, widerspruchslos folgen, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Also, jetzt erfahren wir wahrscheinlich, warum sie es doch müssen. Ja. Genau. Bei meinem Mikro, wenn Sie sich kurz vorstellen, guten Morgen. Guten Morgen, Roch ist mein Name, Bauerversand in Burgkunstadt. Wir betreiben leider noch keine aktive Zahlartensteuerung, obwohl ich es gerne hätte. Egal. Mhm. Ein paar kleine Fragen hätte ich. Ich hoffe, dass es nicht zu viele werden. Wir nehmen uns einfach die nächste Stunde Zeit. Bitte, na, wir sind ganz so viel auch nicht. Kurze Verständnisfrage. Bonitätsprüfung zulässig nach Zahlartauswahl durch den Kunden. Mhm. Heißt das, sorry, jetzt ganz pingelig, wenn der Kunde die Zahlart gewählt hat oder wenn der Kunde auf Jetzt bestellen mit gewählter Zahlart geklickt hat? Nein, das nach der Idealvorstellung der Aufsichtsbehörden funktioniert das so, dass Sie im Checkout-Prozess, nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, alle von Ihnen grundsätzlich angebotenen Bezahlverfahren auflisten mit Checkbox. Und hinter den, ne, das ist der Vollständigkeit halber, insofern gute Frage, der Vollständigkeit halber, hinter den Bezahlverfahren, die ein Bonitätsscoring nach sich ziehen, so eine Information erfolgt, Sternchenhinweis oder dergleichen, Verweis auf die Datenschutzbestimmung, ne, Achtung, wenn du Kauf auf Rechnung anklickst, dann werden wir deine Bonität überprüfen. So, nicht erst nach dem Abschluss des Vertrages. Ne? Danke, hilft. Zweite Frage. Sie haben sich hier jetzt sehr auf Bonitätsprüfungen kapriziert. Wie sieht es aus mit aktiver Zahlartensteuerung zur Betrugsprävention? Auch sehr schöne Frage. Betrugsprävention, ich hatte ja den 6.1f an die Wand geworfen, sehr abstrakte Regelung, wie Sie gesehen haben. Die Grundverordnung löst dieses Problem dieser maximalen Abstraktion so ein bisschen auf, indem sie in den Erwägungsgründen, sagen wir mal, Verarbeitungszwecke benennt, die intendiert als zulässig erachtet werden, auf Grundlage von 6.1f. Da steht Betrugsprävention drin. So, das heißt, na, das kann man argumentativ, würde ich argumentativ erst reaktiv machen, wenn ich in der Defensive bin, würde ich mich vor allem auf die Betrugsprävention fokussieren. Man kann allerdings sehr mit guten Argumenten, kann man sagen, okay, Datenverarbeitungen zu Zwecken der Betrugsprävention, und das kann ja, gibt's das ist ja auch mal ein Zweck der Zahlartensteuerung, sind intendiert legitimiert. Das ist ein weiteres Argument dafür, dass ich das schon zu Beginn des Checkout-Prozesses machen kann und eben nicht erst nachdem
nachdem der Verbraucher das tatsächliche Bezahlverfahren angehakt hat. Im Übrigen, das war auch das, was ich am Eingangs meinte mit diesem hybriden Verfahren. Ja, dass es also einige gibt, die Fraud Prevention schon während des laufenden Checkout-Prozesses machen und dann erst die Bonitätsprüfung nachdem eben das Bezahlverfahren angeklickt wurde, ausgewählt wurde, durchführen. Hybrid. Danke, das war übrigens eben mein Wecker für diesen Timeslot, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, wenn Sie noch eine Frage haben. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Hat sonst noch jemand eine letzte Frage, dann kann er sich gerne melden. Ja, bitteschön. Hallo, Franziska Brück, mein Name vom Schwabversand. Und ich hätte die Frage, wie die 3D Secure 2.0 Variante mit den mehr Daten übertragen an den Acquirer zur DSGVO passt. Das prüfen die Aufsichtsbehörden gerade. Das wird gerade geprüft. Und das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, wir haben auch hier einen sehr, sagen wir mal, abstrakten Ansatz, in dem wir diese Frage letztlich mit dem Erforderlichkeitsgrundsatz beantworten müssen. Ist das, was da ausgetauscht wird, wirklich erforderlich? Ich habe da so, obwohl ich glaube, je nachdem, für wen man da spricht, kann man das eine Argument wie auch das andere Argument vorbringen. Aber wird tatsächlich von den Aufsichtsbehörden gerade in der AG Kreditwirtschaft geprüft. Danke auch für Ihre Frage. Und ich glaube, im Moment haben wir nichts. Dürfen Sie gerne gleich ansprechen. Dankeschön, Herr Schulz. Gerne.